So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video und jetzt habe ich eine Nachricht hier für euch, über die wir sprechen müssen. Das Ganze wurde gestern auch schon bei mir in der Telegram-Gruppe, folgt mir da auf jeden Fall. Link ist unterhalb des Videos nochmal in der Infobox drin, geteilt. Und es geht darum: BR24, BR.de, Zitat der Überschrift: 500 € Bußgeld für Heimfahrt mit Enkeln. Ja, und die gibt es um einen 62-jährigen Mann. Der hat seine beiden Enkel abends nach Hause fahren wollen. Der Artikel ist vom 23.12., also der Vorweihnachtsabend. Und der hat seine Enkel nach Hause gefahren, wurde auf diesem Weg von der Polizei kontrolliert. Das Ganze ist in Bayern, Freising, stattgefunden. Und ja, der Mann hat sich dementsprechend nicht an die Ausgangssperre von 21 Uhr gehalten und muss dafür ein Bußgeld von 500 € bezahlen. Die Polizei sagt dazu, das wäre kein Kavaliersdelikt. Und soweit ich das interpretiere aus diesem Artikel, wird von dieser Strafe nicht abgesehen. Und da wollte ich mal ganz gerne auch jetzt hier bei YouTube euch nochmal darauf aufmerksam machen und euch fragen, was ihr davon haltet. Weil klar, aktuell ist diese Situation, die wir haben mit 21 Uhr in Bayern, soll nicht mehr rausgegangen werden. Aber ich habe zwei Fragen dazu. Erstmal, wieso hat die Polizei ihn überhaupt kontrolliert? Wurde der gemeldet? Wurde der irgendwie gesehen oder ähnliches? Okay, man kann natürlich davon ausgehen, dass 21 Uhr deutlich weniger Verkehr da ist und das haben sie so eine, ich sag mal, allgemeine Verkehrskontrolle gemacht, gesehen. Ja, der ist unterwegs, das dürfte er eigentlich gar nicht sein, kein triftiger Grund oder auch sonst Notfall oder ähnliches. Finde ich schon krass. Und der zweite Punkt auch noch, ist es nicht wichtiger, dass wenn die Kinder nach Hause müssen, dass der nicht sagt, jo, lauft jetzt zu Fuß nach Hause. Okay, das hätten sie ja eigentlich auch nicht gedurft. Nichtsdestotrotz, ich finde diese Verhältnismäßigkeit so wahnsinnig. 500 € Bußgeld. Weil nochmal, was ist denn abends schon los? Und im eigenen Auto, wenn man da mit den zwei Enkelkindern, die vorher zu Besuch bei ihm zu Hause waren, so interpretiere ich das aus diesem Artikel. Also, ich frage mich, in welche Richtung das hier noch gehen soll, wo das enden soll, wohin das weiterführt. Ihr könnt eure Meinung unten reinschreiben. Ich bin sehr gespannt drauf. Gibt leider nicht sonderlich viele Informationen dazu, zu diesem Vorfall. Wenn ihr da mehr wisst, schreibt es gerne unten rein. Und ich bin gespannt, ob es jetzt hier in den nächsten ein, zwei Tagen auch noch weitere Meldungen darüber geben wird, ob Denunzianten, ob man es weiß oder nicht, ist die nächste Frage, aber ob der ein oder andere, der Weihnachten mit zu vielen als erlaubten Menschen gefeiert hat, sei es Verwandte oder Bekannte, und gemeldet wurde. Wenn ihr da was wisst, schreibt gerne in die Kommentare auch weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.